traurige Geschichte von häuslicher Gewalt. Diese Form von Auffälligkeit. Ein kranker Mensch ist, der Wahnideen hat. Ohne Rechtsstaat wird das Verfahren weggesperrt. Schwerste Straftaten gegen Leib und Leben, verbunden mit einer psychischen Erkrankung. Das war eine klasse Geschichte. Der arme Mann, der von einer eiskalten Frau in die Psychiatrie gebracht worden ist, dass sie reich und glücklich leben kann mit ihrem neuen Ehepartner. Ja, herrlich. Nur leider gibt es eine andere Seite, die die anders erzählt. Du Scheiße, die sie verzapfen. Wenn ich das Material sehe, also die Sachen, die er selbst geschrieben hat, dann ist das Material, wo Psychiater sagen, das ist einschlägig. Das war sein ganzer Lebensinhalt. Ja. Sie fotografieren mich nicht. Sie nach. Ja. Die Staatsanwälte ermitteln durchaus gut. Und es gibt auch viele Schuldige. Aber ich kann mir vorstellen, dass beide Versionen stimmen. Ich möchte es keinem zumuten. Nicht einmal meinem ärgsten Feind möchte zumuten, was mir passiert ist. Wenn man ihnen alles nimmt, dann ist es so, als hätten sie nie gelebt. Wem soll man noch vertrauen, ne? Ja, die können sich auch mal rasieren, ne? Ha 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 ha.